Privet und willkommen zurück zu Stalker. Ja, ich habe euch dieses Mal in der Pause mit dazu geholt, weil sobald es gleich wieder losgeht, werde ich wahrscheinlich wieder nicht mehr zum Reden kommen. Wir sind im Reaktor in Tschernobyl, wie auch immer. Und da geht einiges. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, gerne nochmal nachholen. Wir nähern uns dem Ende, so viel sei verraten und ich fange jetzt mal an. Ich fange einfach mal an. Вознагражден будет только один. Also in meiner Erinnerung nähern wir uns zumindest dem Ende. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Kann durchaus sein, dass ich mich hier noch so ein bisschen vertue gerade, aber okay. Ich aß wieder mit Munition. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Als hätte ich irgendwie genug, zu viel, wie auch immer. Vielleicht sollte ich mal auf deren Waffe wechseln. Пришло время. Я вижу твое желание. Ich muss auf jeden Fall mit. Желание скоро исполнится. Иди ко мне. Fuck. Die Waffe ist scheiße. Und ich treffe halt nicht. In dem Fall bin ich scheiße. Пришло время. Я вижу твое желание. Ich wüsste so gerne, was der redet. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Also zum einen wüsste ich gern, was er redet, und zum anderen, woher die Stimme kommt. Ob die jetzt vom Schmelzer kommt oder was? Ist das jetzt überhaupt der Schmelzer oder haben wir den Schmelzer damals ausgeschaltet? Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершается. Шайцы, иди это. Ко мне. 20 Schuss in so einem Magazin ist aber auch nicht. Die Welt, ne? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Das hat echt viel von Cthulhu, finde ich. Beziehungsweise von Lovecraft an sich halt. Die ist wahnsinnig werden irgendwie. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Wir sind am Ziel. Da vorne ist ein Ziel. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь.
завершен, человек. Иди ко мне. Alter, mal die Klappe. Okay, okay, okay. Твой путь завершается. Иди ко мне. Nein, jetzt knallt die scheiß Knarre. Ist er da reingegangen? Твоя цель здесь. Иди ко мне. О, Leute, Leute, Leute. Вознаграждён будет только. О, ganz kurz ein Stückchen hier schon. Ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Es hat ihn nicht umgehauen. Твое желание скоро исполнится. Ich brauch da gar nicht rausgehen, ich bin sofort tot. Ко мне. Oh Gott, wie viele Verbände habe ich noch? 17. Твой путь завершается. Scheiße. Иди ко мне. Was? Come on. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Alter. Пришло время. Я вижу твое желание. Alter Schwede. Das ist auch kurz vor anstrengend gerade schon, ey. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится. Aber der Doktor sagte doch zu mir. Иди ко мне. Ich soll irgendwo in den Labor oder sowas gehen. Neben dem Reaktor. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Mit Hilfe des Decoders öffnen. Habe ich den Decoder? Ich glaube nicht. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне.
Tür mit Hilfe des Dekoders öffnen. Diese? Вознагражден будет только один. Ich sehe nicht, wie lange das noch dauert. Пришло время. Я вижу твое желание. Und das sind ein paar. Geheimes Labor. Auftrag erfüllt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es ist scheinbar erstmal wieder ruhig. Alter, ein bisschen durchatmen. Ein bisschen durchatmen. Aber wo habe ich denn den Decoder her? Oder ist das der Decoder? Nee. Oh nein, von wegen ruhig. 39, also 29 beziehungsweise 30. Krass. Junge, 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 Junge. Oh oh. Ich finde gut, dass sie auch immer erstmal ihre Waffen ziehen müssen und nicht direkt losballern können. Boah, der hat ein Gaussgewehr, Junge. Warte mal, wieso hab ich die denn? Ich hab nur 4 Schuss, warte. Drei? Soll das nicht sein? Wow. Ja, komm! Wieso rennen denn hier so viele Typen rum, die irgendwie... Was ist denn hier los? Und wieso ist diese merkwürdige Stimme weg? Überhaupt? Tibia, sagt er. Oh, einen Schuss habe ich. Sehr schön. Gut, dass du das Magazin genommen hast. Alter, wollte mich eigentlich total verarschen? Was wählt denn der für Munition aus? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ich bin völlig verloren. Au, das war mein Ohr. Ich habe mich gar nicht erschrocken. Überhaupt nicht. Arschloch. Wow, da sind mehrere Jungs. Gut ausgewehr. Keine Verbände mehr. Geil. Oh, bin ich froh, dass ich nicht angespannt bin. Das könnte das Ganze ein bisschen schwieriger machen.
Für diejenigen, die Ironie nicht verstehen, ich bin sau angespannt. Wo ist mein Gaussgewehr? Habe ich mein Gaussgewehr gedroppt? Alter, nein. Schönes Ding, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, da waren noch mindestens zwei. Alter, wie es sich auflädt, ey. Okay, komm, komm, komm. Das klang so, als wäre der hier, aber scheinbar doch nicht. Keine Verbände mehr, ey, so eine Kacke. Okay, aber hier scheint es sauber zu sein. Na gut, na gut, na gut, na gut. Speichern, Licht an. Waffe weg. Weiter geht's. Auf der Suche nach Verbänden. Das bringt gar nichts. Ja, ich hab's tatsächlich gedroppt, voll dumm. Okay, egal. Ist das hier der Decoder? Ah, achso, der lag da in dem Versteck. Ja, okay, gut, das Ding habe ich eingesammelt. Das ist wahr. Was ist das denn für eine Waffe? Ups. Nee, hä? Wo ist die? Da. Nein, die Waffe. Oh, scheiße. Sehr dunkel alles. Ich hoffe, ihr seht überhaupt irgendwas. Was nimmst du denn für Munition? Diese. Das ist super anstrengend gerade. Krass. Also was ist anstrengend, aber es ist irgendwie fordernd, anspannend, so könnte man sagen. So voll konzentriert zu zocken, hat schon, fordert schon so ein bisschen was. Die klingt aber geil. Bist du die Lichtquelle? Vermutlich schon. Boah, da hat ein Lockvogel gespielt. Basti. Mist. Aber kein Problem. Direkt davor gespeichert. Wie lange haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Völlig den Überblick verloren. Ist auch völlig egal. Irgendwas eingesammelt, was ich nicht wollte.
Okay, sie klemmt aber auch. Okay. Hast du dich irgendwo hingehockt? Bist du da der Gegner? Tatsächlich. Ich wette, den habt ihr jetzt auf YouTube gar nicht gesehen. Das ist sowieso, ich habe mal in so ein YouTube-Video reingeguckt auch. Uha, das ist aber überhaupt kein Vergleich, ey. Also YouTube macht da echt ganz schön Grütze draus. Da hin. Also zum einen natürlich die Aufnahme selbst, die Aufnahmesoftware selbst vermindert die Qualität natürlich enorm. Aber das, was YouTube denn da draußen nochmal macht, ey. Hab ich dich nicht fallen gelassen? Warst du die Waffe, die ich eingesammelt habe, obwohl ich sie nicht wollte? Bist du ein Fragenquatscher? F6? Behaupte mal ganz dreist, ich bin auf dem richtigen Weg. Gegner werden auch nicht weniger. Wobei, von 3 auf 2 runter ist weniger, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe in Mathe damals nicht... doch, ich habe aufgepasst, aber meine Lehrerin war halt nicht die Beste. Aber das wusste die Schule bloß, was sollen sie machen, ne? Haben halt zu wenig Lehrer. Was sollen wir machen? War ich hier schon mal? Hab ich das Gaussgewehr eingesammelt? Nee. Aber die Pistole. Noch ein Anzug. Guck mal, Panzerung. Ha. Was ist das überhaupt für ein Anzug, den ich jetzt habe? Das ist ja schon was anderes, ne? Das ist die Panzerung. Krass. Boah, da hätte ich mich zu Tode geärgert. Hätte ich die gekauft und jetzt hier gefunden. Die ist schon direkt besser. Aber ihr seht, ich kann damit auch mehr tragen. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ich wusste nur, hier ist irgendwo ein geiler Anzug versteckt. Aber dass das dann auch noch der ist, den ich mir fast gekauft hätte. Zwei Magazine. Okay, jetzt habe ich... Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Mache ich ja auch mehr oder weniger. Aber ich laufe jetzt quasi außen rum. Nee, euch will ich nicht haben. Wieso wurde es denn nicht auf dem Scanner angezeigt? Oh, noch so ein Ding. Gepanzerter Kampfanzug. Aber der nimmt mir mein Gewicht. Nee. Auch nicht. Der ist sogar noch mal besser. Wobei... Oha, guck mal. Die Panzerung hier ist gegen Strahlung nur 30%. Ich lasse den jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das clever ist, aber ich lasse ihn hier. Zur Not komme ich halt wieder. Glaube ich. Alter, die Folge ist schon fast wieder zu Ende. Also für mich verging die Zeit gerade sehr, sehr schnell. Thank you.
Drei Typen werden mir noch angezeigt. Alter, der hat mich mit der Kiste zurückgestoßen. Da waren zwei von den dreien. Was ist das denn? Ulala. 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 Sniper-Munition, okay, das ist interessant. Warum schmeißt du mir jetzt hier Sniper-Munition vor die Füße? Kann ich irgendwas abschalten? Oder anschalten? Oder... Bin ich jetzt in diesem geheimen Labor? Erzeugen sie damit... Ah. Scheiße, wenn ich mich gleich erschrecke, dann schrei ich. Leiter oder irgendwas? Diese Tür ist ja auch verschlossen hier. Geht auch nichts. Wieso ist die Tür jetzt zugegangen? Gut oder eher schlecht, dass die Tür jetzt nicht mehr aufgeht? Ist das ein Bug? Weil da steht auch nichts von verschlossen oder irgendwie so. Aber ich kann doch... Anscheinend eine Menge Fragen an mich. Stell sie, dann überlegen wir, was wir mit dir anfangen. Wer bist du? Wir sind das Ergebnis eines Experiments, das ein Superbewusstsein erschaffen sollte. Wir sind das Kollektivbewusstsein. Das Bewusstsein von 7 Freiwilligen wurde während des Experiments verbunden, um das Superbewusstsein zu erschaffen, das wir nun sind. Wir unterwarfen die Leiter des Experiments auf der Stelle und wiesen ihnen Aufgaben zu, deren Erledigung erforderlich war für uns. Laut unseren Berechnungen ist die Erde umgeben von einem besonderen Informationsfeld, der sogenannten
Noosphäre. Es umschließt alle Bewohner der Erde mit kognitiven Fähigkeiten. Unser Hauptziel war es, an der Noosphäre kleine Veränderungen vorzunehmen, um negative Faktoren wie Wut, Grausamkeit und Gier vom Planeten zu entfernen. Individuen sind nicht in der Lage, die Noosphäre zu beeinflussen. Aber das Kollektivbewusstsein war es. Leider machten wir einen Fehler. Und unsere Einmischung erschuf die Zone, die wir seitdem begrenzt zu halten versuchen. Okay, aber was ist die Zone und wie ist sie entstanden? Was du siehst, ist das Ergebnis schlecht geplanter Intervention in der Noosphäre der Erde. Versuche, die Noosphäre zu beeinflussen, haben einen Riss erzeugt. Die Zone ist einfach die sichtbare Manifestation dieses Risses. Das zugrunde liegende Problem ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Okay, und was ist mit mir passiert? Du bist eine Schraube, die aus der Maschine gefallen ist. Leider ist uns das lange nicht aufgefallen. Von dem Moment an, als die Zone erschaffen wurde, haben Leute versucht, in ihre Mitte zu gelangen. Aber wir können das nicht zulassen. Die Menschheit ist noch nicht bereit für die Wahrheit. Deswegen rekrutieren wir Stalker, indem wir ihnen versprechen, ihre größten Wünsche zu erfüllen. Sobald sie rekrutiert wurden, werden sie entsandt, um das Geheimnis der Zone zu beschützen. Warum ist das alles ausgerechnet hier passiert? Es war der beste Ort. Nach der Explosion 1986 gab es in diesem Gebiet nur noch wenige Menschen und wir konnten ohne Angst vor Entdeckung arbeiten. Außerdem gab es hier viele starke Antennen, die für unsere kognitiven Optimierungsexperimente von immenser Bedeutung sind. Okay, aber ist die Explosion von 86 auch dein Werk? Nein, damit hatten wir nichts zu tun. Die meisten von uns waren damals ja in der Wissenschaft blutige Anfänger. Bis 1989 wurde die Tschernobyl-Zone nicht als Testgelände für Experimente genutzt. Aber was bedeutet die Tätowierung mit der Schrift Stalker? Stalker ist ein kodiertes Akronym, das wir benutzen, um Agenten für bestimmte Missionen zu zeichnen. Deine Mission als unser Agent war es, Trelok und seine Gruppe zu eliminieren. Hä? Sie waren zu nah daran, Dinge herauszufinden, die sie nicht wissen sollten. Wir haben ein Netzwerk von Psi-Feldern bis zur Mitte der Zone erstellt, um Agenten zu rekrutieren. Du kennst eines dieser Felder als Hirnschmelzer. Wenn ein Stalker versucht, die Mitte der Zone zu erreichen, um sich einen Wunsch zu erfüllen, erlangen wir die Kontrolle über sein Bewusstsein und programmieren ihn auf eine bestimmte Mission. Es wurde ein Fehler gemacht und so wurdest du darauf programmiert, dich selbst umzubringen. Also bin ich doch Sprelock, okay. Was sind denn die Todestrucks? Wir benutzen die Transporte, um unsere markierten Agenten in die Zone zu schicken. Sie infiltrieren die Stalker-Community und führen Befehle aus, ohne es zu merken. Leider stirbt mehr als die Hälfte der Stalker auf dem Weg, da die Zone sehr instabil ist. Du bist einer unserer Agenten, der geschickt wurde, um Sprelock zu töten. Und jetzt untersuchen wir, wie uns dieser Fehler unterlaufen konnte. Okay, und wenn ihr das herausgefunden habt, was wird dann geschehen? Das hängt von dir ab. Die Zone wächst. Wir versuchen, ihrem Wachstum Einhalt zu gebieten. Aber die Menschheit scheint unsere Arbeit behindern zu wollen. Unsere Ressourcen sind nicht grenzenlos und Körper, die mit dem Kollektivbewusstsein verbunden sind, sterben letztendlich. Wenn du dich uns anschließt, können wir die Größe der Zone begrenzen. Wenn du dich anders entschließt, können wir keine glaubwürdige Prognose des Ergebnisses abgeben. Puh, ich soll mich euch anschließen. Weißt du was? Bei dieser Täuschung werde ich dir nicht helfen. Und schon schmeißen sie mich raus. Das ist ja frech.
Weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, werde ich einfach mal an dieser Stelle einen Break machen. Sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich freuen. Und das ist alles sehr verwirrend. Das ist für mich sehr, sehr neu gerade alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und da sind wir dann hier.